In der Patientenverfügung regle ich, wie ich meine letzten Stunden meines Lebens haben will, welche Behandlung ich haben will. Man kann praktisch zu jeder Krankheit oder jeder Situation was schreiben. Ich hatte mal vor Jahren einen aus Bad Wisse, glaube ich, war der. Der hat mir 20 Seiten Patientenverfügung gegeben, die hat er aus dem Fokus abgeschrieben und hat er geschrieben, Überschrift, ich will so lange leben wie möglich. Also nicht so viele denken Patientenverfügung schnell für den Tod. Und hat dann sämtliche Ärzte aus dem Fokus abgeschrieben, dass die ihn behandeln sollen. Also man soll vielleicht auch mal davon ausgehen, dass man vielleicht auch die Patientenverfügung dafür anfertigt, dass man gut behandelt wird und richtig behandelt wird. Und man soll natürlich dann regeln, was man haben will. Will man Wiederbelebung haben? Diese ganzen Vorgänge gehen ja letztendlich auch nur, wenn der Sterbensvorgang schon eingetreten ist. Man sollte aber auch wissen, man kann alles regeln. Man kann sagen, ich will keine Chemotherapie, ich will keine lebensverlängernden Maßnahmen, ich will keine Apparatemedizin. Halte ich schon ein bisschen sehr gefährlich. Man sollte sich bei der Patientenverfügung, sollte man sich vom Arzt beraten lassen, weil wenn ich reinschreibe, was viele schreiben, ich will keine Apparatemedizin, heute wird bei dem kleinsten Krankheitsvorgang wird ein Apparat angesetzt, also das ist sehr gefährlich. Wir kennen auch Fälle, wo die Patientenverfügung dazu geführt hat, dass einer schneller gestorben ist. Ich habe einen Fall in Berlin, da kam die ältere Dame ins Krankenhaus und der Sohn, der sollte enterbt werden, der hatte schnell die Patientenverfügung vorgelegt, damit seine Mutter eben nicht mehr wiederbelebt wird. Die Tochter war dagegen und meint auch heute noch, meiner Ansicht nach zu Recht, dass die Patientenverfügung vom Arzt falsch angesehen worden ist. Es gibt auch Ärzte, die erkennen eine Patienten oder eine Krankheit nicht richtig an und sagen dann aufgrund der Patientenverfügung, jetzt leite ich den Sterbensvorgang ein. Also man soll auch mal das nicht alles so positiv sehen. Ich glaube, wenn man eine gute Vorsorgevollmacht hat, mit einem Vertrauten im medizinischen Bereich, braucht man gar keine Patientenverfügung. Weitere Informationen zu diesem Thema und vielen anderen interessanten Themengebieten finden Sie in den Broschüren des Alexandra Verlags.